Die Träger sind so ins alles weg. Sehen die denn was durch die Burger beim Fotografieren? Ich muss ganz ehrlich sagen, weil... Martina, das ist gut, du siehst was. Nehmen Sie ja weg. Die Fanny war voll durchblick. Lächeln die ganze Zeit. Ja, machen wir von hier von uns. Was? Bei wem? Stell dich mal dazu. Stell dich mal hier in der Mitte hier vor. Ja. 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 So, genau. Aber Christa, wo ist das? Das hören wir nochmal aus, das bitte. Welche Argumente führen Sie heute noch? So richtig. Ich habe gesagt, sage ich. Ich muss kurz darlegen, warum Sie heute zu dieser Aktion vor der Volkshochschule in Gorbitz aufgerufen haben. Ja, weil ich möchte, dass wir als deutsche Frauen unsere Rechte verteidigen und dass wir uns nicht unterkriegen lassen von Flüchtlingen oder Asylbewerbern und dass wir unser deutsches Recht durchsetzen, auch die Rechte der Frauen, und dass es keine Zweitfrau oder Dritt- oder Viertfrau geben darf. Denn sonst könnte ich sagen, ich will auch einen Zweit-, Dritt- oder Vierten Ehemann haben. Vielen Dank. Ich bin für die Selbstbestimmung der Frau. Wir sind hier, weil es nicht sein kann, dass eine Volkshochschule einen kostenlosen Kurs stattfinden lässt, der von der Landeshauptstadt bezahlt wird. Das farbenfreudische Kopfbedeckung des Islam. Der Islam, die Kopfbedeckung im Islam, eine Burka und auch ein Niqab, ist nicht farbenfreudig. Und deswegen haben wir hier mal etwas Farbenfreudiges uns ausgedacht, den Euro-Islam. Ja, weil man den Euro-Islam naiverweise hier installieren möchte, den deutschen Islam. Der Islam gehört zu Deutschland, auch die Burka gehört dann zu Deutschland und auch Gender im Islam. Und jeder weiß, dass Gender und Islam ein riesengroßer Unterschied ist. Dagegen bin ich. Ich möchte nicht so rumlaufen. Ja, ich bin auch der Meinung, dass wir frei wählen sollen können, wie wir angezogen gehen, was wir tragen müssen. Und wir lassen uns das auch nicht von dem Oberbürgermeister schmackhaft machen, dass das Tragen einer Burka schön ist. Wenn er meint, dass das seine Frau machen muss, dann soll sie das tun. Ich tue es nicht. Ja, vielen Dank für das kurze Statement und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.